Pastor Rob hat immer wieder vom Wirken des Heiligen Geistes gesprochen und von der Erweckung in Österreich. Pastor Rob has been speaking over and over again about the working of the Holy Spirit and the awakening that's happening in Austria. Ich möchte dazu ein kurzes Zeugnis geben. And I would like to give a short praise report about that. Letzten Herbst bin ich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Last fall I left the Catholic Church, weil ich mich taufen lassen möchte und Mitglied in der CEG werden möchte. Because I wanted to become baptized and become a member of CIG. Ich habe dann so 2 Monate später einen Brief bekommen. 2 months later I got a letter und einen Fragebogen dazu. And a survey. Das hat aber nicht den Kern getroffen und deswegen habe ich mich entschieden, einen Brief zu schreiben. And that really didn't touch the point of why I left, so I decided to write a letter. Und daraufhin hat mich letzte Woche Herr Kardinal Schönborn angerufen. And because of this, Cardinal Schönborn called me. Und ich möchte jetzt kurz den Brief vorlesen und dann kurz über das Gespräch was sagen. So I'd like to just shortly read my letter and then what was said about it. Also ich habe an die Mitarbeiterin geschrieben. So I wrote to the workers. Ich möchte lieber auf diesem Weg mit Ihnen in Kontakt treten, statt das Formular auszufüllen. I would rather communicate with you this way instead of filling out a form. Danke für das Interesse an meiner Person und an meinem Lebensweg. Thank you for your interest on my person and on the way that I go, that the way that I take. Der durch den Austritt aus der katholischen Kirche nur anscheinend eine entscheidende Wende genommen hat. That took the way of leaving the Catholic Church, which only has the appearance of leaving. Dies ist nur äußerlich ein Schlussstrich nach einem langen Prozess. This is only an outward act of something that I've been thinking about for a long time. Dieser Schritt fiel mir nicht leicht. This decision wasn't easy for me. Da mich liebe Menschen in dieser Kirche geprägt, erzogen und geleitet haben. That really wonderful people have influenced me, taught me and accompanied me. Und mich auf den Weg zu Gott und Jesus gebracht haben. And brought me to the way of Jesus and the Father. So ist auch mein Abschied aus der katholischen Kirche kein Abschied von Gott. So my farewell to the Catholic Church is not a goodbye to God. Es hat eher mit einer langen Suche und mehr Verbindung zu Gott zu tun. It has to do with a long seeking after God and wanting deeper relationship with him. Mein innigster Wunsch war die Erziehung unserer 3 Kinder zu Christen. My deepest desire was that our 3 children become Christians. Spätestens mit dem Teenageralter ging das in der katholischen Kirche immer schwerer. Later, when they became teenagers, this became more difficult in the Catholic Church. Die Inhalte stimmen meist, aber die Traditionen sind nicht mehr zeitgemäß. The content was always right, but the packaging wasn't modern. So haben wir eine Freikirche gewählt, der wir uns inzwischen mehr verbunden fühlen. And so we chose a free church in which we feel connected to. Herr Kardinal Schönborn hat die staatliche Anerkennung der Freikirchen als Religionsgemeinschaft unterstützt. Cardinal Schönborn was one of the driving forces that supported the Free Church in Austria and recognized it. Und hat so ein wichtiges Zeichen der Gemeinschaft der christlichen Kirchen gegeben. And he gave such a strong sign for the Christian community in Austria. So glaube auch ich, dass Christen über trennende Unterschiede hinweg viele Gemeinsamkeiten haben. And so I believe that Christians have more things to be one about than things they disagree about. Am meisten den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Mostly on the faith of the Lord Jesus who died for us and rose again.
Dieser Glaube eint uns und macht viel Gemeinsames möglich. This faith unites us and makes faith possible. So fühle ich mich der katholischen Kirche verbunden und glaube, dass Christen gemeinsam stark sind. And so I feel connected with the Catholic Church and believe that many Christians together are strong. Der Jesusmarsch war ein sichtbares Zeichen. The Jesus March was a visible sign. So glaube ich, dass trotz meines Austritts uns der Glaube eint und wir ein gemeinsames Interesse haben. And so, even though I left the Catholic Church, I still believe that our faith unites us together. Zur Illustration möchte ich Ihnen folgendes Detail sagen. For an illustration, I'd like to tell you the following. Ich bin Lehrerin am Gymnasium und frage alle meine Schüler jedes Jahr wieder, ob sie zu Beginn des Unterrichts beten möchten. I am a teacher and I always ask the kids if they would like to pray at the beginning of the lesson. Da erhielt ich die Antwort, ja, aber jetzt können wir noch nicht beten, wir haben noch kein Buch. And they answer, yes, we would like to, but we can't pray because we don't have a prayer book. Da sagte ich, wenn ihr eure beste Freundin oder Freund im Bus trefft, braucht ihr da ein Buch, damit ihr reden könnt? And then I would answer, if you meet your best friend in the bus, do you need a book in order to talk to them? Genauso könnt ihr Jesus erzählen, was euch am Herzen liegt. In the same way, you can tell Jesus what is on your heart. So habe ich das ganze Jahr lang mit ihnen gebetet, was anstand. And so the whole year I would pray with them, and this continued. 5 Jahre haben wir unter Muslimen in der arabischen Welt gelebt und ganz einfach Christen zu uns nach Hause eingeladen. For 5 years we lived in the Middle East and we were among Muslims and we would invite Christians to our home for fellowship. Da war es egal, welcher christlichen Gemeinschaft die Leute angehörten. It didn't matter which Christian background they came from. Sie waren Protestanten, Baptisten und Katholiken. Some were Protestants, Baptists, Catholics, Anglikaner und Mennoniten. Episcopalian and Mennonites. Es waren schöne Abende beim Beten und Bibelstudium und eine Bereicherung für uns. It was a wonderful evening of fellowship in prayer and the Bible, and it was an enrichment for us. Die Gemeinsamkeiten waren viel wichtiger als das Trennende. The things we had in common were much more important than what separated us. Das dürfen wir nicht vergessen. This we should not forget. Zu Muslimen ist der Graben viel tiefer. For the Muslims, the pit is much deeper. Wir haben wunderbare muslimische Freunde. We have wonderful Muslim friends. Aber der Glaube trennt uns. But our faith does separate us. Deshalb ist es mein Anliegen, Christen zu sammeln. That's why it is on my heart that together Christians. Und ich betone auch bewusst, dass ich Christin bin. And I am emphasizing the fact that I am a Christian. Das ist für mich höher als die Religionsgemeinschaft, der ich angehöre. And that's higher to me than whatever denomination I'm a part of. Und so bleibe ich mit allen meinen lieben katholischen Freunden auch eng verbunden. And so I stay and remain connected with all my lovely Catholic friends. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit. And I wish you God's blessing for your work. Ja, Herr Kardinal Schönborn hat mich angerufen und hat gesagt, mein Brief hätte ihn sehr bewegt. So, Cardinal Schönborn called me and told me that my letter touched him deeply. Er ist traurig und froh zugleich. He is sad and happy at the same time. Er ist traurig, weil ich die katholische Kirche verlassen habe. He's sad because I have left the Catholic Church. Aber er freut sich über jeden Christen, der einen tiefen Glauben hat. But he's happy about every Christian that has a deep relationship to Jesus. Und deswegen hat er auch die Anerkennung der Freikirchen unterstützt. And this is the reason that he supported the recognition of the Free Church in Austria. Und er setzt sich auch weiter dafür ein und er schätzt auch die Arbeit sehr. And he will continue to support us and he really appreciates the work.
er hat mich dann gefragt, in welche Freikirche ich denn gehe. And then he asked me, which free church do you go to? Und ich habe gesagt, es ist die CIG. And I told him it's CIG. Und ich habe auch gesagt, dass Pastor Rob und Mary ihn auch schon kennengelernt haben und auch sehr schätzen. And I told him that Pastor Rob and Mary have also met him and really appreciate him. Er hat gesagt, er grüßt Pastor Rob und Mary ganz herzlich. And he said, please send them my greetings. Er grüßt die ganze Gemeinde, die CIG, sehr herzlich. And he greets the whole church, CIG. Und er wünscht uns allen Gottes Segen. And he desires God's blessing for us. Er hat sich nach unseren Kindern erkundet, ob die auch wirklich Christen geworden sind. And he asked about our children if they really became Christians. Und ich habe gesagt, das ist so schön, dass sie nicht nur jetzt Christen sind. And I told him it's so beautiful that they're not only are they Christians, sondern dass sie ein Zuhause in der CIG gefunden haben. But that they have also found a spiritual home at CIG. Dass sie Freunde in der CIG haben. That they have friends here. Und sogar Partner gefunden haben. And they've even found partners. Und er hat mir recht gegeben, wie wichtig das ist, gerade für junge Menschen, dass die Freunde auch passen. And so he agreed with me that it's so important, especially with young people, that the friends are suitable. Er hat auch gesagt, es hat ihn berührt, eben, dass wir Christen damals in der arabischen Welt eingeladen haben. And he said it really touched him that we would invite Christians from the Middle East world. Und dass er mir recht gibt, dass Christen einfach zusammenhalten müssen über das Trennende hinweg. And that he says you're right, we have to look at what we have in common instead of what separates. Und für mich war das deshalb so schön, auch dieses Gespräch mit ihm zu haben. And it was so wonderful, this conversation with him. Weil der Herr Kardinal eben nicht auf dem offiziellen Standpunkt besteht, dass die katholische Kirche allein den christlichen Glauben vertritt. Because Cardinal Schönborn is not of the opinion that the Catholic Church is the only church. Sondern dass er uns als gleichberechtigt und auch von Gott gesegnet sieht. But that he sees us as having the same rights and also being blessed of God. Ja, das wollte ich mitteilen. I wanted to share that with you.